Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Im heutigen Video, da geht es um die beiden Dioramas, die ich mit meinen Zuschauern zusammen gebastelt habe und die ich für einen guten Zweck für Elefanten versteigern will. Beide sind fertig, das Dinosaurier-Diorama und das Elefantendiorama, und die Versteigerung, die startet heute nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video über die beiden Dioramas, die ich mit meinen Zuschauern gemeinsam gebastelt habe. Nun, wie ist es überhaupt gekommen? Ganz einfach, ich war in den USA auf der Spurensuche zu Jumbo, the largest elephant on earth, und ich habe dort die Originalschwanzquaste des Dermoplast, des letzten Überbleibsels des ausgestopften Jumbos, angeschaut. Und ich war davon so beeindruckt, dass ich diese Schwanzquaste, hier ein Originalfoto, das ich davon gemacht habe, dass ich diese Schwanzquaste nachgebaut habe. Hier, das ist mein Nachbau aus Gips. Und außerdem hatte ich zu meinem 1000 Abonnenten-Spezial-Gewinnspiel hatte ich auch zwei kleine Elefanten verschenkt, Gewinnspiel halt, die ich aus dem Zoo Taschkent bekommen habe, und auch drei kleine Dinosaurier. Ich kann das mal hier zeigen, wie ich das verpackt habe, und das ist auch inzwischen angekommen. Also, das waren einmal zwei Elefanten, noch mit einer Postkarte, so einer Hologrammpostkarte, und mit einer Grußkarte, und auch die drei Dinosaurier mit einer Postkarte, Hologramm von einem Elefanten und mit einer Grußkarte. Ja, und dann habe ich auch diesen Gipsschwanz, den ich nachgemacht habe von Jumbos Originalschwanz, den habe ich per WhatsApp meiner Mutter geschickt, und die hat gesagt, Mensch, du musst die Sachen nicht immer nur verschenken, du musst die mal versteigern für den guten Zweck, für die Elefantensachen. Und dann habe ich überlegt, ja, vielleicht, ich habe noch Gips übrig von der Aktion, wo ich das Replikat von Jumbos Schwanz gemacht habe, und habe überlegt, ich könnte ja diese beiden kleinen Plastikelefanten dafür ein Diorama machen und die dann versteigern. Und dann habe ich mit meinen Zuschauern zusammen für diese Elefanten ein Thema überlegt für ein Diorama und habe dann das Elefantendiorama gebaut. Ich kann es hier nochmal größer im fertigen Zustand zeigen. Es ist also eine Dschungellandschaft mit einem Tempel, ähnlich dem Ambarfort Palast in Indien. Und der eine Elefant hat entsprechend eine rote Decke über, und der andere Elefant ist ein wilder Elefant. Und im Hintergrund sind noch zwei Fotos, einmal von wilden Elefanten in Sri Lanka und einmal eben von den Reitelefanten in Jaipur in Indien. Dann habe ich das gleiche auch mit Dinosauriern gemacht. Für diese beiden Dinosaurier einen Carnotaurus und einen Stegosaurus. Und da gab es zwei Themenwelten, Vorschläge von meinen Zuschauern. Einmal Dschungellandschaft mit Wasserfall und einmal Felsenlandschaft mit Vulkan. Der Münzwurf hat entschieden, Felsenlandschaft mit Vulkan. Und hier auch noch zwei Fotos, wo auch zwei Dinosaurier sich so ein bisschen bekämpfen. Da ich dieses Diorama noch nicht vollständig gezeigt habe, stelle ich das jetzt mal in einer Nahaufnahme ausführlicher vor. Ja, wie beim Elefantendiorama zeige ich mal kurz, wie ich
das Diorama überhaupt gebaut habe. Also ich habe hier so Pappe genommen, mehrere Schichten übereinander und mit Leim verkleistert. Und an der Rückwand habe ich Strohhalme befestigt, für die Felsen plastisch darzustellen. Und hier sieht man, jetzt habe ich noch Eier. Jetzt habe ich noch vom Eierkarton Pappe genommen und noch ein anderes Stück Pappe, das ich übrig hatte, und hatte daraus so Felsen auch am Boden modelliert. Und dann habe ich das Ganze mit Gips überzogen. Und da sieht man schön an der Rückwand diese Felsenstruktur, auch wenn es jetzt hier eher wie eine Eiswelt ausschaut. Aber so habe ich das gemacht. Ich konnte leider nicht filmen, während ich das mache, weil die Hände ganz mit Gips verschmiert waren und so weiter. Das hätte nicht geklappt. Dann im nächsten Schritt habe ich erstmal das graue Farbe angemalt, verschiedene Grautöne für die Rückwand und den Vulkan und etwas helleres Grau für die Bodenplatten. Und das musste dann erstmal trocknen, damit es etwas hellgrauer noch wird. Und hier sieht man jetzt die Bäumchen und das Moos, das ich verwendet habe für den Toy Stand. Und da habe ich dann auch ein paar Pflanzen angebracht, ein paar lebende Bäume und etwas Moos am Boden und auf den Felsen. Und dann habe ich den Boden auch wieder in brauner Farbe, in einem braunen Misch angemalt. Und dann auch den Vulkan noch mit roter Lava bestückt. Außerdem, also roter Farbe natürlich, außerdem hier diese Bilder von jeweils zwei Dinosaurier-Spezies, die sich da mehr oder weniger gegenüberstehen, für die Rückwand genommen. Und dann sah das Ganze schon mal so aus. Das ist also jetzt der eigentliche Toy Stand bzw. das eigentliche Diorama. Man sieht auch diesen Ast, den ich noch genommen habe, als toten Baumstamm. Und hier ist jetzt das Ganze vollständig noch mit dem Hintergrund, mit den Fotos im Hintergrund und hier jetzt auch noch mit den Dinosauriern. Ja, und das schauen wir uns jetzt auch mal in der Aufnahme an. Also hier der Carnotaurus und rechts der Stegosaurus und man sieht links ist dieser Vulkan mit der Lava. Man sieht am Boden Erde und Felsen und ein paar Pflanzen und hier diese beiden Bäume und im Hintergrund eben die Fotos, einmal Tyrannosaurus Rex und Ankylosaurus und einmal Apatosaurus, Brontosaurus und Tyrannosaurus Rex im Hintergrund. So, ich nehme jetzt die Dinosaurier mal weg, stelle die zur Seite, dass man es auch mal ohne Dinos sieht. Hier also ein Vulkan mit Lava, hier ein abgebrannter Baum und hier noch zwei lebende Bäume. Hinten diese Kunstfelsenwand, diese Felsenwand natürlich. Und dann gehören auch noch die Fotos dazu, jeweils Tyrannosaurus Rex, einmal mit Ankylosaurus und einmal mit Brontosaurus Apatosaurus. Ja, das ist also dieses Diorama. Man sieht hier den Vulkan, man sieht im Hintergrund die Felsenlandschaft, aber auch ein paar Pflanzen, zwei Bäume und überall so ein bisschen Moos bewachsen. Dann auf dem Boden Lava, Erde und auch ein Felsen und auch ein Baumstamm, der so abgebrannt ist. Ja, und darin stehen jetzt diese beiden Dinosaurier. Das also das Dinosaurier-Diorama. Außerdem zu diesem Diorama gibt es noch eine Postkarte aus dem Zoo Erfurt mit dem Jungtier Ayoka. Also dieses Diorama mit den beiden Fotos und dieser Postkarte. Und hier zu dem Dinosaurier-Diorama
Da gehören halt auch diese beiden Fotos dazu. Einmal Tyrannosaurus Rex und Ankylosaurus und einmal, ich denke, Apatosaurus, Brontosaurus und Tyrannosaurus Rex. Und auch eine Postkarte aus dem Thüringer Zoopark Erfurt. Ja, das sind die beiden Sachen. Und das kann man ab jetzt ersteigern auf eBay. Heute, das ist eine Voraufzeichnung, aber heute ist der 14. Juli 2024. Das hier sind meine noch kommenden geplanten Videos für dieses Jahr. Heute sind wir hier beim Dinosaurier-Diorama. Und die Versteigerung auf eBay beginnt jetzt unter meinem eBay-Account tobi2211@gmx.de. Das ist also mein E-Mail-Account, das werde ich wahrscheinlich jetzt auch gerade hier unten einblenden. Und da kann man jetzt auf eBay das ersteigern. Das sind zwei getrennte Versteigerungen. Einmal für die Elefantenfreunde, das Elefantendiorama, und einmal für die Dinosaurierfreunde, das Dinosaurier-Diorama. Das kann man ersteigern. Zwei Wochen lang auf eBay hat man die Chance, das zu ersteigern. Ja, und dann schicke ich das, wie gesagt, die Größe ist so, dass es in so eine Postbox reinpasst. Ja, gut, so viel zu diesem Thema. Und dann wünsche ich viel Spaß beim Ersteigern. Wie gesagt, es ist für den guten Zweck. Ich möchte dieses Geld am Ende nehmen und in eines meiner Elefantenprojekte stecken. Einem Elefanten-Enrichment, einen Sandberg oder irgendwas Gutes tun für eines meiner Elefantenprojekte. Ja, ich kann mal kurz noch ein bisschen plaudern, was so in der nächsten Zeit geplant ist. Nächste Woche Samstag, am 20.07. 2024 geht es um die Elefantenhaltung im Bronx Zoo in New York. Am 21.07.2024, am Sonntag, geht es dann in den Central Park Zoo New York, der allerdings keine Elefanten hat. Am 27.07.2024, was ganz Ungewöhnliches, da geht es ins Aquarium von Toronto als kleinen Vorgeschmack auf Kanada, denn am 28.07.2024, da geht es in den African Lion Safari Park in Ontario, Kanada. Der hatte bisher 23 Elefantengeburten und hat gegenwärtig 17 asiatische Elefanten. Ja, und dann kommen Videos zum Zoo Leipzig am folgenden Wochenende und das wäre der 4.8.2024 und zum Zoo Erfurt dann am 11.8.2024. Und für die Dinosaurierfreunde gibt es auch ein Video, nämlich am 18.8.2024. Da geht es in den Dinosaurierpark in Niagara Falls in Kanada. Und am 24.8.2024, da geht es wahrscheinlich in die Dinosaurierausstellung Prähistoricum in der Nähe von Saarbrücken, Neunkirchen, da die Ecke im Saarland, da ist eine Dinosaurierausstellung Prähistoricum. Da geht es dann wahrscheinlich hin am 24. August. So viel erstmal, dann sind wir hier angekommen, aber es kommen natürlich noch mehr Videos. Das soll es an dieser Stelle dazu gewesen sein. Ja, also bitte dann jetzt auf eBay gehen und ein bisschen was bieten für diese Dioramen. Die sind aus Gips gebaut und wie das im Einzelfall gemacht wurde, das habe ich in den einzelnen Videos erklärt. Da gibt es jetzt eine extra Playlist, eine Diorama-Playlist. Da kann man sich nochmal alle Entwicklungsstufen dieser Dioramen anschauen. Gerne, wie gesagt, auf eBay mitbieten. Es ist für den guten Zweck. Und die Produktionskosten pro Toystand lagen ungefähr bei 30 bis 40 Euro. Das ist auch, da ist was zusammengekommen. Das Gips, die Farben,
Die Pinsel musste ich kaufen, die Plastikpflanzen, die Elefanten, die Dinosaurier. Also pro Toy-Stand sind wir da bei 30 und mit Versand sogar bei 40 Euro, dass man mal ungefähr gehört hat, was diese Produktionskosten waren. Ansonsten, man kann auch gerne noch mal in meine Jumbo-Videos schauen. Das war mein bisher teuerstes Video, hat über 10.000 Euro gekostet. Aber es hat nur ziemlich wenig Klicks bekommen bisher, die Jumbo-Videos. Da kann man gerne noch mal reingucken. Es geht nach Paris ins alte Elefantenhaus von Jumbo. Es geht in den Londoner Zoo, der sein längstes Zuhause war, 16,5 Jahre lang. Und es geht nach Amerika zur Brooklyn Bridge, über die Jumbo kurz nach der Eröffnung gelaufen ist und so weiter. Also viele interessante Sachen. Es geht zu seiner Todesstelle in Ontario, in St. Thomas. Und ich gucke seine Schwanzquaste an. Die Schwanzquaste, das letzte Überbleibsel des ausgestopften Jumbos. Für alle die auf meinem Kanal, die jetzt neu dazugekommen sind durch das Diorama-Thema und die sich für Elefanten jetzt mal informieren wollen, was bedeutet Arbeitselefant, was bedeutet Zirkuselefant, wie werden Zooelefanten gehalten, da werde ich hier oben ein Video zeigen, das nochmal die Basics erklärt über Elefantenhaltung. Und hier unten werde ich mal ein Video für alle, die jetzt auf Dinosaurier neugierig geworden sind, ein Video zeigen, einen Rundgang durch den Dinosaurierpark Münchehagen, den größten Dinosaurierpark Europas, auch sicherlich einen der größten der Welt, wo über 300 Dinosauriermodelle stehen, wo es aber auch über 300 echte Fußspuren gibt von Dinosauriern aus der Jurazeit. Also auch in diese Videos mal unbedingt reinschauen. Ich sage danke fürs Zuschauen, Mitsteigern auf eBay, und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!